hatte ein bisschen Zeit für Fragen. Draußen regnet es ganz schrecklich. Und ja, irgendwie passend, sich eines Themas anzunehmen, was mich persönlich sehr beschäftigt. Und das ist das Leben danach, das Leben nach dem Crash der Reputationskrise. Wie kann man das zu einem gelingenden Leben machen? Natürlich auch, welche PR braucht es dazu? Und wir schauen uns ein paar Fälle an. Ich habe wieder Beispiele mitgebracht. Hier ein bekannte Namen, weniger bekannte Namen, natürlich die Größen der deutschen Wirtschaft alle versammelt, aber auch möchte mir ganz wichtig, über Peter Wuffli und Michael Milken zu sprechen. Wir haben den Anfang macht hier Josef Ackermann und da sieht man so den typischen Verlauf, wie so eine Karriere geht, die mit 1000 Rechtsfällen belastet wurde. Und da geht es los, dass er zunächst mal vom CEO der Deutschen Bank in die Schlagzeilen gerät, weil die Deutsche Bank sei mit seinem Wissen Donald Trump finanziert. Und dann kommt der lange, lange Mannesmann-Prozess mit dem Zeichen, was er vielleicht noch erinnert und was unvergessen geblieben ist. Aufwärts ging es nach dem Ende der Amtszeit bei der Deutschen Bank als Verwaltungsratspräsident der Zürich. Und dann kamen zwei spektakuläre Selbstmorde dazu, eine vom CFO und das wurde Ackermann mehr oder weniger zur Last gelegt aufgrund seines Führungsstils. Davon wurde er hinterher gerichtlich aber absolviert. Und 2014 bis 2019 wurde er dann nochmal Verwaltungsratspräsident der Bank of Cyprus und danach hat er keine Verwaltungsratsposten mehr eingenommen. So geht das mit vielen Karrieren. Anderes Beispiel, der Mann, der als Vorstandsvorsitzender der Porsche SE die Volkswagen AG übernehmen wollte, weil der Aktienkurs es gerade erlaubte. Spektakulärer Crash, obwohl er gerade noch vorher European Manager of the Year geworden war. Porsche war eine tolle Zeit, sagt er, aber es gibt auch ein Leben danach. Und er hat also Immobilien, Gewerbeparks, eine Pizzakette, die inzwischen pleite gegangen ist. Man sieht es rechts. Ein Schuhhersteller, Online-Reisebüro für Kreuzfahrten, 2 Dutzend Firmen. Sorgen muss man sich machen, keine um ihn machen. Er hat dem Vernehmen nach 45 Millionen Euro Vermögen in verschiedenen Stiftungen und tut auch Gutes damit. Das, ja. Das ist noch ein guter Verlauf eigentlich im Vergleich auf jeden Fall zu dem, was Martin Winterkorn widerfährt, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, der sein Gerichtsverfahren immer noch ausstehen hat. Er ist derzeit verhandlungsunfähig, er hat ein Hüftleiden. Das soll im 2023 weitergeführt werden. Und auch Rupert Stadler kann nicht viel tun. Er kann kein Leben danach bauen. Das Leben danach besteht für diese Männer sehr häufig aus einer hauptberuflichen Verfahrung mit Gerichtsakten. Und das ist sehr bitter. Der traurigste Fall, der mich auch persönlich beschäftigt, nach wie vor, obwohl er schon lange her ist, weil ich ihn gekannt habe, das ist der Hans-Joachim Neuburger, ehemaliger Finanzchef der Siemens AG. Der im Zuge des Korruptionsskandals bei Siemens sich über mehr als 10 Jahre gerichtlich dagegen wehren musste, mitschuldig gewesen zu sein an diesen Korruptionsfällen. Und es wurde dann letztendlich es kam zu einer Einigung mit den Aktionären, die den Kompromiss auf der Hauptversammlung abgesegnet haben, dass er nur 2,5 Millionen Euro zu bezahlen hätte. Aber einige paar Tage später hat er sich leider umgebracht, obwohl seine Unschuld erwiesen war. Der hatte ein dickeres Fell. Michael Milken, Sauermilch. Hier noch bei seinem Gerichtsverfahren als der Most Significant White Collar Criminal ins Gefängnis gegangen. 1990, der Junk Bond. König, sehr von sich überzeugt zu der Zeit noch. Und das hat sich dann im Gefängnis geweckt geändert irgendwie. Und er kam ja tatsächlich als ein geläuterter Mann wieder raus, war ziemlich viele Jahre ziemlich am Boden und hat dann aber angefangen,
wirklich seine gesamte Energie reinzustecken in Gutes. Und man sieht hier, wie weit ihn das gebracht hat, nämlich zu ganz neuer, viel höherer Anerkennung letztendlich, viel wichtigere Tätigkeiten, die er ausgeführt hat und die er mit sehr vielen Partnern und sehr vielen Freunden aufgebaut hat im Milken Institute. Das ist auch einem Schweizer Manager gelungen, Peter Wuffli. Sie erinnern sich vielleicht, dass Peter Wuffli 2008 im Zuge der Finanzkrise als derjenige verantwortlich gemacht wurde, die UBS an die Wand gefahren zu haben und in die Fänge des Staates gebracht mit Staatshilfe gegen den Bankrott der UBS. Wuffli hat mal, als ich ihn einladen wollte zu einem Vortrag, da hat er gesagt, ja, vielleicht später mal, wenn ich nicht mehr toxisch bin. Und das dürfte man sagen, ist er tatsächlich nun überhaupt nicht mehr. Seine Stiftung, der er sich hauptberuflich widmet, ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man aus einer Krise gestärkt hervorgehen kann und tatsächlich Dinge macht, die viel wichtiger sind als früher jemals. Seine Elea-Stiftung, hier sieht man ein paar der Mitstreiter, macht ganz tolle Projekte, angefangen in Afrika, inzwischen weit darüber hinaus. Und es ist tatsächlich sehr beeindruckend, welche Menschen er wieder um sich schart und was er aus dieser Krise gemacht hat. Bei CEO Positions haben wir ein Kommunikationsmodell, mit dem wir gute Erfahrungen machen. Und das ist das Modell basierend auf dem Professor Eisenegger in Zürich, der kleine andere Benennungen hat, aber wir sprechen vom gleichen Modell. Und zwar, dass die CEOs früher auf dieser Seite der agentischen Kommunikation zu Hause waren und nur dort. Das heißt, es ging nur um Leistungsnachweise, es ging nur um Leadership, es ging nur um wirtschaftlichen Erfolg und um die Darstellung der eigenen Kompetenz. Und diese Persönlichkeiten geraten heute sehr stark ins Hintertreffen und werden auch oft diskreditiert. Nicht zuletzt tun sie auch selbst etwas dazu. Die Personen, die auf der kommunalen Seite ihrer Persönlichkeit angesiedelt sind und sich dort zu Hause fühlen und auf dieser Seite kommunizieren, die finden im Moment sehr viel Zulauf. Die schaffen, die Brücke zu schlagen zwischen dem Leistungsausweis und der menschlichen Kompetenz. Die legen Wert auf Fairness, auf Vertrauenswürdigkeit. Sie zeigen ihre sozialen Beiträge, wie wir es gerade eben gesehen haben. Moral ist wichtig, Emotionen sind wichtig, schlicht und einfach Freundlichkeit. Die dritte Komponente, die heute unerlässlich ist, das ist die expressive Seite. Das ist die Seite der Persönlichkeit, die den Ausdruck nach außen sucht, die gesehen werden möchte, die Aufmerksamkeit braucht für die guten Aktivitäten, die sie im Sinn hat, für die Mission. So, was hat das jetzt mit diesen Krisenpersönlichkeiten auf dem Leben danach zu tun? Der ganz große Wechsel ist, dass man oft von einer agentischen auf die kommunale Seite weggeworfen wird, dass das Schicksal einen tatsächlich mit Macht auf diese kommunale Seite zwingt, wenn man es schafft, diese juristischen Themen durchzustehen und nicht daran zerbricht. Und das geht sicherlich eher auch, wenn man auf der kommunalen Seite lernt, Empathie lernt zum Beispiel, die Gemeinschaft anderer sucht, einen Purpose, eine neue Mission findet, die mit der Gemeinschaft der Menschen um einen herum eng verknüpft ist und die auch hilft, die bisherigen Freunde zu halten und neue Freunde zu finden auf einer ganz anderen Seite seines Selbst. Dieser Prozess ist begleitet von einem langsamen Rückbau der öffentlichen Präsenz. Wir empfehlen ausdrücklich, bald damit zu beginnen, denn ein Mensch, der keine Aufmerksamkeit bekommt, der führt kein schönes Leben und bald auch gar kein Leben mehr. Wir brauchen das. Wir sind soziale Wesen. Und der Rückbau ist auch sehr
sehr erfüllend, weil es um neue Themen geht und um eine neue Seite seines Selbst. Und es tut unglaublich gut, wenn man auch dafür Anerkennung bekommt und nicht nur auf der kalten Leistungsseite, die zahlendominiert ist. Also beides zu können, beides zu haben in seinem Leben, ist sicherlich ein großer Gewinn. Wir bei CEO Positions können Personal Reputation, Personal Branding und Unternehmensreputation. Ich hoffe, Sie können ein bisschen was davon mitnehmen und freue mich, wenn Sie wieder reinschauen. Tschüss!